Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA 5 Online. Ja, was habe ich heute vor? Was will ich euch zeigen? Und ja, über was will ich reden? Ich habe mir Gedanken gemacht, über was ich reden will, und zwar über Caio Perico. Ich werde in der Zukunft kein Caio Perico machen, kann ich jetzt schon sagen. Warum, wieso, weshalb? Kann ich euch heute mal zeigen und auch sagen. Und zwar zeige ich euch mal, wie viel Cash man mit den ganzen anderen Unternehmen machen kann. Zum Beispiel hier mit dem Hangar habe ich ja in der letzten Woche, also für euch ist es wahrscheinlich 2 Wochen her, so 3,2 Millionen gemacht, aufgerundet. Und das ist extrem viel. Ich habe ja schon gesagt, hier. Eine Ware kostet ja jetzt nach der Eventwoche nur noch 30.000 anstatt 10.000. Das hat ja früher 10.000 gekostet, jetzt 30.000. Also es lohnt sich mal mit den Hangar Beschaffungsmissionen anzufangen. Es macht mega Spaß, die Missionen zu machen, muss ich ganz ehrlich dazu sein. Besser als wenn du jetzt bei Caio Perico immer das permanent das gleiche machst. Zur Corsatka gehen, dann wieder dorthin, dann wieder dorthin. Auf der Insel ausspähen alles und dann hoffen, dass man den pinken Diamanten bekommt. Dass man echt viel Cash bekommt und das dann alle 2,5 Stunden. Dann noch dauert das Ganze 1 Stunde insgesamt. Also der Aufwand, da lohnt er sich. Also ich hab's leider noch nicht ausgerechnet, kann ich jetzt schon sagen, ob sich das Ganze verlohnt, ob mit Caio Perico es sich verlohnt, immer und immer wieder Caio Perico zu machen und nebenbei dann noch anderen Sachen zu machen, oder ob man sagt, okay, ich mache jetzt damit dies und jenes. Wo ich aber noch weiter rede, will ich mal kurz was über meine Spielhalle sagen. Denn ich habe es gefixt bekommen, beziehungsweise hinbekommen, dass ich die Automaten hineinstellen kann. Ja. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil, denn da kam eine Nachricht: Spähe das Casino erstmal aus und dann kommt die Ware, beziehungsweise die Automaten. Ich habe jetzt 1, ja, fast 2 Millionen. Ich denke mal, ich hole mir noch ein paar Automaten, dass ich regelmäßig ja das abholen kann im Tresor. Ich glaube, im Tresor konnte man bis zu 50.000 einnehmen pro Tag, glaube ich. Bin mir da relativ unsicher. Also bis jetzt habe ich hier, mal schauen, wie habe ich hier jetzt im Tresor nicht viel, knapp 15.000 haben wir gerade bekommen. Ist nicht viel, aber man kann es damit leben. Also man kann damit wirklich leben, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Natürlich kostet es einiges an Cash. Videospieler, Spielautomaten, ich gehe natürlich von unten nach oben im Besitz. Dann gehen wir mal da bestellen. Kostet natürlich einiges, das Ganze. Das bestellen, dann bestellen wir noch das. So, dann habe ich ja fast alles, theoretisch. Die billigen Automaten noch holen. Vielleicht bringen die ja auch Cash ein, wer weiß. Ich weiß natürlich nicht, ob die das geändert haben, dass man sagt, okay, man kann jetzt mehr Cash bekommen. So, nochmal. Das Ding kaufen hier, dann habe ich so gut wie keine Kohle mehr. Ja, egal. Also, wie gesagt, bis zu 50.000 können hier drin sein. Kann natürlich sein, dass es angehoben worden ist. Ja, was muss man machen? Man muss natürlich hier, wie schon gesagt, das Casino ausspähen. Geh mal runter im Keller. Dass ihr sehen könnt, was ich alles ausgespäht habe. Ihr müsst natürlich nicht alles ausspähen, aber ihr könnt alles ausspähen. Ich glaube, ich
hab noch einiges. Ja, ich will noch was zeigen. Lass ja. Ich will nicht mal anfangen. Fehlen sogar noch zwei Sachen. Aber egal. If you want to practice for this test, we can get a copy of their door security locks made and installed down here, so you can practice on them. And a model of the casino might come in handy for planning too. Also das Ganze hier ausspähen, man muss natürlich nicht alles machen, aber man kann, sag ich mal, hier Haupteingang, Nebeneingänge, Fachterrasse und natürlich die Sicherheitstunnel fotografieren. Das reicht schon vollkommen. Paar Kameras muss man fotografieren, die Sicherheitstür muss man fotografieren und ja, das war's eigentlich. Ja. Und danach kann man eben die Automaten bestellen, kaufen beziehungsweise und dann war's das Ganze eigentlich. Dann kann man eben regelmäßig zur Spielhalle gehen und dort die 50.000 beziehungsweise wenn es mehr geworden sind, auch abholen. Sind immerhin 50.000, es ist fast wie eine Headhunter-Mission, nur dass es parallel eingenommen wird. Ich bin mir unsicher, ob das hier angezeigt wird, wie viel Cash ich hier bei meiner Autowerkstatt gemacht habe, deswegen gehe ich mal hier hin. Das ist ja meine eigene Autowerkstatt. Müsste ja theoretisch angezeigt werden, wie viel Cash ich mit den ganzen Missionen gemacht habe. Normalerweise. Natürlich kann man hier auch Erfahrungspunkte sammeln für die, jetzt lasst mich nicht lügen, für das LS Tamid. Da kann man ja auch bestimmte Items bekommen. Und ja. Man kann ja seit dem Update, wo es rausgekommen ist, natürlich ja auch bestimmte Fahrzeuge muss ich nochmal gucken, hier runterfahren zum Dings. Terminal, besser gesagt, und da kann man eben 20.000 bekommen. Für jedes abgeliefertes Fahrzeug. Also das sind nochmal 200.000. Ja, 200.000 zusätzlich. Ich weiß natürlich nicht, ob man, wenn man alle 10 Fahrzeuge dorthin bringt, nochmal zusätzlichen Bonus bekommt. Aber 200.000 sind 200.000. Manchmal gibt es ja doppelte Boni. Hier habe ich insgesamt 2,4 Millionen gemacht, wie ihr sehen könnt hier unten. 2,4 Millionen habe ich insgesamt gemacht. Nur mit der Autowerkstatt, es ist schon heftig, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Natürlich kann man noch mehr bekommen. Man kann natürlich regelmäßig die Autos reparieren und dann wieder fortschaffen. Mache ich natürlich nicht, denn das ist viel zu viel Aufwand, würde ich jetzt behaupten. Man will ja so wenig Aufwand betreiben, wie es nur geht. So. Ich glaube, in meiner Auto-Sammelstation, also Fahrzeuglagerhaus, bin ich mir unsicher, ob man da was gucken kann. Oder könnte ich mal hinfliegen? Um zu schauen, wie viel Cash ich da schon gemacht habe. So, kann ich hier am Laptop schauen, wie viel Cash ich hier mit schon gemacht habe am Anfang, wo ich das Lagerhaus gekauft hatte. Ich glaube aber schon mehr als 1 Million müsste ich hier schon gemacht haben. Hier steht natürlich nichts, das ist schade. Die Fahrzeuge habe ich außerdem noch in Reserve. Hier steht nirgendwo. Schade. Ich kann nur Sammlung. Steht hier nicht. Müsste ich mal schauen im Büro, ob man da die Übersicht hat.
wie viel Cash man hier im Außenlagerhaus schon bekommen hat insgesamt. Ich glaube, bei den speziellen Frachtlagerhäusern kann man es am Laptop sehen, wie viel man bekommen hat. Oder man müsste da im Büro schauen. Kann man alles machen. So, als nächstes zum Nachtclub. Nachtclub, wisst ihr ja, habe ich schon mit relativ am Anfang gekauft. Hat es sich bis jetzt sich ausgelohnt, den Nachtclub zu kaufen? Wir werden es sehen. Wir gehen natürlich im Hintereingang, denn ich will so wenig Gamer-Musik hinzugefügt haben hier. So. 200.000 habe ich hier noch im Wandtresor. Bis 250.000 kann man hier bekommen. Außerdem, die Person wird natürlich nicht fortschicken, beziehungsweise nach Hause fahren. Ich will ja natürlich heute was zeigen, was man hier gemacht hat. Ich hole erstmal die 200.000 raus aus dem Tresor. Zack. Wenn man natürlich hier regelmäßig hingeht und das ganze Cash abholt, das ist natürlich wow. So, wir gucken mal am Laptop. Startseite Lagerhauseinkünfte habe ich insgesamt fast 4 Millionen gemacht. Das heißt, Güter verkauft habe ich fast 4 Millionen gemacht. Und ihr seht schon hier oben, Nachtclub-Einkünfte habe ich 12,6 Millionen gemacht. Alleine nur durch die durch den Wandtresor. Also tägliche Einnahmen sind das. 12,6 Millionen, das ist schon heftig. Also ich würde sagen, Nachtclub verlohnt sich natürlich bei den Güterverkauf. Das dauert arschlange, ehe mal irgendwie was voll ist. Natürlich kann man die regelmäßig verkaufen, wie jetzt zum Beispiel 1,45 Millionen, 1,46 Millionen. Könnte ich verkaufen? Ich lasse natürlich voll machen. Lassen, keine Ahnung. Also auf jeden Fall voll. Dann hat man ungefähr 1,9 Millionen. Knappe 2 Millionen, die man verkaufen kann. Und ja. Achso, im Hangar kann man bis zu 1,5 Millionen verkaufen, wenn man kompletten Hangar hat. Plus zusätzlich, wenn man jeweils eine, sag ich mal, Sache hat, 50 Stück, sag ich mal, Betäubungsmittel, 50 mal Betäubungsmittel, kann man nochmal zusätzlichen Boni bekommen. So, als nächstes gehe ich mal zur Agentur. Das war ja relativ auch mein, ja, was soll ich sagen, mein erstes Gebäude, was ich mitgekauft hatte, mit. Ihr wisst ja sicherlich, wo ich die ersten Male noch hier das die Hauptmission gemacht habe. Das war ja extrem viel Aufwand. Jetzt würde ich sagen, easy. Dadurch, dass ich entweder das Nukebike hier habe, also den Presser MK2, beziehungsweise den Toreador habe. Ich habe natürlich sämtliche andere Wege noch. Auf jeden Fall lohnt es sich, die Agentur zu holen. Ich vermute mal ja. Denn wenn man immer regelmäßig eine Million bekommen will, ja, geht man hier hin. Wie viel habe ich im Wandtresor? Ich habe 1, 1, da schon 164.000. Die werde ich mir mal jetzt gönnen. Denn diese Woche gibt es nämlich mal zwei auf die Security-Missionen von der Agentur hier. Ja? So, wieder. Die machen wir. So, wie viel Cash habe ich jetzt mit der Agentur gemacht? Ich hoffe, dass es da steht. Wenn nicht, dann ist es schade. Traurig. So. Mal schön anmelden. VIP-Aufträge steht leider nicht da, wie viel ich insgesamt gemacht habe, aber ich sehe, dass man, wie schon gesagt, immer eine Million bekommt. Hier steht es aber zum Glück.
Ich habe hiermit schon fast, ja, aufgerundet, fast 16 Millionen rausbekommen. Ob natürlich die VIP-Aufträge dazu zählen, keine Ahnung. Auf jeden Fall abgeschlossene Security-Mission und ich muss sagen, es lohnt sich. Hier, okay, die Missionen sind relativ, naja, kann man machen, muss man natürlich nicht. Mal hat man bis zu 120.000 Cash-Bezahlung, manchmal hat man, wie jetzt zum Beispiel bei den dreien, nur zwischen 73.000 bis 79.000, das ist natürlich, okay, dann kann man irgendwas nehmen. Oder man ruft Franklin an und hofft, dass man ein bisschen mehr bekommt. Aber wie schon gesagt, umso mehr man abgeschlossen hat, kann man mehr im Tresor bekommen. Und zwar für jede fünfte Mission bekommt man 500 im Tresor. Sprich, wenn man 100 Stück gemacht hat, so wie ich fast, kriegt man 10.000 im Tresor eingelagert. Ich weiß natürlich nicht, wo die Grenze ist, ob dann die 10.000 die Grenze ist oder bei 15.000, also bei 150 Missionen. Ich bin mir da relativ unsicher, ich muss es noch ein bisschen testen. Ich werde es wahrscheinlich diese Woche noch ein bisschen mehr ausführlich machen, also testen, wie viel Cash man da wirklich auch hineinbekommt im Tresor. Ob man nur bis zu 500.000 reinbekommt, das ist eine halbe Million, das ist auf jeden Fall richtig viel. So, zuletzt bin ich hier unten rausgekommen, so auch immer. Egal. Ich werde erstmal kurz ganz, ganz hoch fliegen und durch den Dacheingang mal hineingehen. Ah ja, Franklin. Ich will, dass ich die Franklin und Lamar Mission mache. Leider habe ich keinen zweiten Mann, mit dem ich das machen kann. Ne, wie hoch denn noch? Ja. So. Wir gehen rein in unser Büro und hoffen, dass dann natürlich da steht, wie viel ich mit den Sachen gemacht habe. Ich hoffe natürlich, dass da was steht. Was man machen kann, ist natürlich hier und Snacks holen. So, Snacks geholt. Für umsonst. So, Cash ist natürlich schon wieder alles weg. Egal. Wir melden uns hier auch mal wieder an. Anmelden. So. Speziell Fahrzeuge. Wie viel habe ich hier gemacht? Ich habe Gesamtexportverdienst 3,5 Millionen aufgerundet. Mehr als ich erwartet habe. Also das sind, wenn man so umgerechnet immer 100.000 bekommt pro speziell, also das ist das teuerste Fahrzeug und die dann verkauft für 100.000, sind es insgesamt, wenn ich nicht lüge, 35 Fahrzeuge, die ich jetzt verkauft habe, mit eben ein paar Abzüge durch Schäden. Hey, lohnt es sich? Ich würde sagen, ja, das Lagerhaus lohnt sich. Also das Fahrzeuglagerhaus. Lohnt sich hier die Kistenlagerhäuser? Ja, ihr seht schon, hier habe ich knappe 10 Millionen gemacht. Es kommen ja noch hier hinzu, dass ich hier gleich mein Lagerhaus voll habe. Also wird es im nächsten Part wahrscheinlich so sein, dass ich die verkaufen werde. Wenn ihr natürlich wollt, aber ich denke schon. Es sind auch wieder 4,4 Millionen. Und dann kann ich wieder ein paar Sachen kaufen. Was lohnt sich nicht. Man kann ja von den Spezialfrachthäusern bis zu 5 Stück haben. Also entweder 5 kleine, 5 mittlere oder 5 große.
Und das ist das Schöne dabei. Ich werde ja hier, also im Besitz habe ich ja das und das hier. Ich werde noch drei weitere große mir holen. Wahrscheinlich hier in der Umgebung entweder das, das und das. Oder ich werde mir, wenn ich meinen Spawnpunkt immer am Flughafen habe, so machen, dass ich hier sehr abfliege. Also sprich das, das und das hier. Das wäre 2,6 Millionen, 3 Millionen und nochmal 2,8 Millionen. Natürlich könnte ich sagen, das. Ja, das ist auch mit relativ teuer und das. So gesehen, das, das und das hier wäre für mich relativ egal, denn ich habe das Cash. Natürlich könnte ich sagen, mittlere, aber die mittleren bringen nicht so viel Cash hinein. Also, wie schon gesagt, verlohnt tut es sich auf jeden Fall. Und in meinem Nachtclub sind schon wieder 50.000, also das geht relativ ruckzuck. Die Einnahmen im Nachtclub. Also, man kann da regelmäßig immer 100.000 rausholen. Man muss natürlich entweder den blauen Punkt rausschmeißen, also den Loot rausschmeißen im Nachtclub oder eben die VIPs raus nach Hause schaffen. So, ich will natürlich wieder aufs Dach rausgehen, da wo mein Noob-Bike steht. Ja, hier steht's. So. Als nächstes, wohin können wir als nächstes hingehen? War es eigentlich großartig? Denn ich glaube wenig, dass man. Nee, im Bunker könnte ich nochmal schauen, wie viel Cash ich bis jetzt da gemacht habe. In der Basis natürlich eher weniger. Deswegen werde ich erstmal fix zum Bunker gehen. Im Bunker kann man natürlich auch einiges machen. Und zwar kann man machen, wenn man zum Beispiel hier den Agent 14 anruft. Mache ich natürlich jetzt nicht. Kann man die Wirtschaft antreiben. Also gleich mal die. Also die Produktionsbeschaffung fortführen. So, bei mir ist schon wieder Ton weg. Mein Headset spinnt schon wieder mal herum. Ich muss dann mal gucken nach der Aufnahme, was da los ist. Jedes Mal, wenn ich eine Aufnahme starte, bei GTA oder bei anderen Spielen und ich habe ein Aufnahmeprogramm offen oder irgendwas anderes offen, Discord, ich rede mit jemandem, da kriege ich jedes Mal eine Krise, wenn der Ton weggeht von meinem Ingame-Sound. Naja. So, der Vater. Ware führt. Keine Ahnung. War da was? Egal, wir gehen mal zum Bunker. Ich hoffe, dass ihr noch wenigstens Ton habt. Wenn nicht, dann ist es so, aber ich denke schon. Also laut OBS habt ihr ja noch Ton. Das Schöne dabei. So, wir gehen mal rein, fix. Ja, die Forschung kann man natürlich aufstocken. Das würde ich sagen. So, zum Schießstand. Wollte ich ja auch damals was sagen noch. Alleine schafft man es nicht. Man braucht noch jemanden, mindestens noch einen zweiten, dass man die Punkte da machen kann, um Waffen dort hinten freizuschalten. Das wollte ich euch auch damals noch sagen. Habe ich wahrscheinlich nicht gemacht oder habe ich das schon gemacht? Egal. Ich habe es jetzt aber auf jeden Fall gesagt. Wir gucken mal. Ich habe insgesamt 2,4 Millionen hier schon verdient. Abgeschlossene Forschungsprojekte 13 von 51. Forschung. Natürlich könnte ich das Ganze jetzt beschleunigen. Aber was habe ich jetzt freigeschaltet schon? Boden, Luft, Batterie. Ja, also das sind die ganzen Sachen, wo ich sagen muss, cool. Gerade Explosivgeschoss. Das ist auf jeden Fall gut. Für MK2 Waffen. Wenn ich jetzt mit einer Sniper spiele und da die Explosivgeschosse drauf tue, explodieren die.
Vollmantelgeschosse sind okay, aber ich würde ihr Explosivgeschosse mitnehmen. Auf einer Sniper natürlich kann man das machen. Was kann man noch machen? Hier kann man noch was machen. Aber was ich suche, ist theoretisch das oder das hier. Also eins von beiden war das Nachtsichtgerät. Ich hoffe, dass ich eins von beiden noch freischalte. Hier sind natürlich noch einige andere, die ich noch freischalten muss. Die Tarnungen hier muss man natürlich nicht freischalten, aber naja, man kann sich nicht raussuchen, was man freischalten will. Es regeneriert sich von alleine irgendwie, keine Ahnung warum. Egal. Wie gesagt, das war das Ganze, wo man eben richtig viel Cash machen kann. Natürlich könnte ich jetzt sagen, ich verkaufe noch eine Ware oder ich schaffe mir Forschungs Material, die Forschung weiter angetrieben wird. Also wenn man das regelmäßig macht, belohnt sich das Ganze. Also Kisten beschaffen lassen von den Mitarbeitern, dann mal den Agenten anrufen, dass man hier die Forschung weiter antreibt. Außer wenn man schon alle 51 Forschungen schon durchführt hat, muss man natürlich das nicht mehr machen. Man kann dann Franklin anrufen, Security-Aufgaben machen nebenbei oder dann eben Tanker-Missionen, Beschaffungsmissionen machen. Also man hat eben so viel Auswahl mittlerweile zu Cayo Perico. Also wenn man Cayo Perico natürlich einmal in der Woche machen möchte, kann man es machen. Ich werde es nicht mehr machen, denn seit dem Update Trucks and War, ist es so, Trucks and War, ich guck gleich nochmal. Reise und Büro, Fahrzeuge. Trucks Wars. Truck and Wars, sage ich mal dazu. Ich muss ganz ehrlich dazu sein, da lohnt sich Cayo Perico nicht mehr. Dadurch, dass es natürlich extrem schwierig geworden ist, man muss jetzt auf Details achten. Und ja, da lohnt tut es sich auf jeden Fall mehr, Cayo Perico wirklich zu machen. So, mein Headset hat sich komplett verabschiedet. Ist komplett ausgegangen. Sprich, ich höre überhaupt nichts mehr. Aber ich sehe es ja, dass noch Ingame-Sound da ist. Und dass man mich noch auf jeden Fall hört. Und wenn nicht, muss ich die Aufnahme mal an selbst mir anschauen, ob man mich hört oder auch nicht. Aber ich denke schon, dass man mich hört. Von daher. Ja, das war erstmal so ein kleiner Real Talk. Zu Cayo Perico finde ich jetzt, dass man nicht unbedingt Cayo Perico machen muss, denn man hat wirklich viel zur Auswahl. Entweder man macht Beschaffungsmissionen für einen Bunker, man verkauft die. Was man auch noch hat, ist das MC mit den ganzen anderen Sachen, wo man auch noch mal extrem viel Cash bekommt. Also man hat wirklich sehr viel zur Auswahl, muss ich ganz ehrlich dazu sein. Man kann natürlich auch andere Sachen machen. Zum Beispiel jetzt Rennfahren, zum Beispiel. Oder jetzt auch natürlich hier zur Arena-Werkstatt hingehen und dort ein paar Missionen machen, die Arena-Series machen. Kann man machen. Muss man natürlich nicht unbedingt machen. Naja, auf jeden Fall. Es gibt sehr viele Möglichkeiten. Ich bin gespannt, wie es aussieht, ob da noch irgendwie was jetzt noch kommt mit dem nächsten Update oder ob dann demnächst sagen, okay, das war's mit Updates, es kommen keine Updates mehr, denn wir sind immer noch jetzt in der Produktion bei GTA 6. Das wär's. Also wenn jetzt wirklich finito ist, dann würde ich sagen, Cayo Perico nie wieder. Abwarten auf GTA 6. Aber ich denke schon, dass noch ein Update kommt. Mindestens noch ein Update kommt auf jeden Fall. Hoffe ich. Denn welche Charaktere haben wir bis jetzt gesehen? Wir haben jetzt Franklin. Theoretisch auch Trevor in den Heist-Missionen. Am Anfang kann man ihn sehen. Man kann ja einen Hangar kaufen
Und dafür für einen Ron, der eigentlich für Trevor arbeitet. Also, wer fehlt noch? Michael. Irgendwas Spezielles mit Michael muss man hier noch hinzufügen im Online-Modus. Würde ich jetzt behaupten, ob das nochmal zusätzliche Attentatmissionen sind für Michael diesmal. Wo man sagt, okay, man kann jetzt für Michael auch Attentatmissionen machen. Oder man kommt auf einer separaten Insel. Ist wie Cayo Perico, aber nur ein bisschen extremer oder ein bisschen anders aufgebaut, dass man jemand anders bestehlen muss. Ja, also es gibt noch so viele Varianten, wo man sagen kann, cool, das kann man hinzufügen. Also eine Variante wäre es. Nochmal sowas wie Cayo Perico, aber nur eben ein bisschen anders. Abklingzeit natürlich schon jetzt im Vorab schon bestätigen und sagen, okay, anstatt alle 10 Minuten die Mission zu machen, wie bei Cayo Perigo am Anfang das war, sondern sagt, alle 10 Minuten kannst du Cayo Perigo machen, da kannst du dann gefühlt jede Stunde 1,4 bis 1,8 Millionen machen, machst du einfach so, jede Stunde kannst du einmal die Mission machen. Vorbereitung natürlich auch eine Stunde ungefähr, also dass man insgesamt 2 Stunden braucht, um Cash zu bekommen. Ob man nun 2 Millionen macht oder auch nicht, kommt immer darauf an, wie die Spieleentwickler Lust haben. Entweder verhauen sie das Update mit dem nächsten Update. Keine Ahnung. Ich lasse mich überraschen, was nun aus GTA wird. Ich werde natürlich noch ein bisschen Gameplay zeigen aus GTA 5. Ob das nun sowas wie Verkaufsmissionen sind oder Kaufen Sachen sind, was ich als nächstes kaufe oder. Das werde ich auf jeden Fall euch zeigen. Der Part geht schon wieder über 30 Minuten. Ich verabschiede mich, dass ich schaue, dass ich wieder Ton bekomme hier auf mein Headset. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag auf jeden Fall. Bis dahin, haut rein, macht's gut, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.